Guten Morgen aus Berlin, die neuen Corona-Zahlen aufbereitet und präsentiert von Olaf Gersemann aus der Weltredaktion. 29.364 Fälle sind gestern registriert worden. Im Vorwochenvergleich ergibt sich ein Minus von 4%. Das ist hier der erste Rückgang im Vorwochenvergleich seit fast 4 Wochen immerhin. Die 7-Tage-Inzidenz, sie steigt weiter von 447 auf 452. Dafür sinkt der 7-Tage-Schnitt der neuen Fälle leicht auf 57.925. Die Zahl der Aktivfälle liegt erstmals seit Monatsanfang nur minimal zu, nämlich um 0,02%. Es gibt wirklich einen kleinen Hoffnungsschimmer beim Infektionsgeschehen. Das Nachlassen der Dynamik hält an. Die Zahl der aktiven Fälle liegt um 31% über Vorwoche. Der 7-Tage-Schnitt der neuen Fälle ist mit 19% im Plus. Das sind jeweils hohe Werte, aber auch die niedrigsten seit dem 4. November. Die Zahl der Stadt- und Landkreise mit einer Inzidenz von über 1000 ist zuletzt stark gestiegen, nun allerdings verharrt sie den dritten Tag in Folge bei 31. In Bayern ist die Corona-Inzidenz sogar auf hohem Niveau leicht rückläufig. Immerhin vor einer Woche lag sie bei 640, heute bei 628. Vor allem im Osten steigen die Inzidenzen aber kräftig weiter. Sachsen etwa liegt gegenüber dem Vortag um 79 Punkte zu auf nun 1285. Wären die Freistaaten Sachsen und Thüringen richtige Staaten, sie lägen in der Liste der Länder mit den weltweit höchsten Corona-Inzidenzen auf den Plätzen 2 und 8. Gestern sind dem RKI 73 Tote gemeldet worden. Insgesamt waren wir damit in der vergangenen Woche bei 1832 Verstorbenen. Das ist der höchste Wert seit der letzten Februarwoche. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in den Tag.